Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Wir werden jetzt losfahren zum Händler und wir kaufen einen Überladewagen für Flüssigkeiten, und zwar für Diesel. Den brauchen wir nämlich jetzt nachher für die Heutrocknung. Sobald das losgeht, mit dem, ja, das hell wird, werde ich dann entsprechend die Routen einfahren. Und dann werden wir das Gras, sobald es gemäht wurde, in die Heutrock fahren. Aber jetzt bereiten wir alles vor. Wir werden jetzt losdüsen und den Anhänger kaufen und auch holen. Und bei Gelegenheit voll Sprit machen. Mal sehen, ob wir eine Tankstelle finden oder einen Hof. Muss so eine sein. Bin dunkel, ne? Da geht nicht anders. Mehr Licht hat er nicht. Dunkel. Ja, wir fahren. Oh gut, wir können auch 30 fahren, ne? Auf locker 30. Ups. Zaun. Wir fahren jetzt, wie gesagt, wir fahren zum Händler und holen uns den Anhänger. Ich möchte mal allen Zuschauern bedanken fürs fleißig Abonnieren. Ist das Ding leer gewesen? Ab und zu mal kommentieren, ne? Und auch das eine oder andere Mal liken. Das ist eine schöne Geste. Mal gucken, mal, da auch drin, der Ozean ist leer. Mir wundert mir nichts mehr manchmal. Gut, fahren wir ein Stück mehr ins Feld hier, dann zur Straße. Und war nicht mein Feld. So, jetzt fahren wir mal Richtung Händler. So. Leider ist die Sicht auf kaum ein paar Meter. Aber wird schon gehen, ne? Ja, wir haben Frühling. Die Felder sind soweit fertig, richtig innere. Alles gedüngt, denke ich mal. Beziehungsweise wir auf Wachstum warten, ne? Das war es gewesen. Wir warten auf Wachstum, könnte heute Nacht kommen. Dann werden wir morgen halt die drei Felder düngen. Und zwar einmal 12, die 60, eigentlich die 41 oder 42. Eine aber weiß ich noch, andere habe ich mir, ich glaube, so wie eingepflanzt. Oder war das umgekehrt? Oder mit Sonnenblumen, keine Ahnung. Eins von beiden jedenfalls. Das ist ja im Grunde egal, wir müssen eine Frucht haben, die jetzt da wachsen kann. Oh, einer am BGH. Das klingt gut. Das kommt wie gerufen. Das ist der. Naja, der Scheiß vom Kuhstall, ne? Der Schiss. Der Mist. Ja. Sollte heute noch ein bisschen mehr geben. Denke ich mal. Können wir sie durchfahren? Ich habe das Gefühl, dass ich immer verkehrt gefahren bin. Ja, hängen wir fest an Laternenfall. Hier schön gewachsen schon. Ja, war ein Stück zu früh abgebogen. Hier müssen wir abbiegen. Ja, im Dunkeln ist das irgendwie ungünstig, ne? Aber wird ja bald hell werden. Wir haben ja Frühling. Die Tage werden länger. Und wir werden jetzt was kaufen. Angekommen. So, das heißt, wir brauchen einen Anhänger, wo auch der für Diesel gedacht ist, ne? So, da haben wir mal diesen. Ja, den haben wir. Der geht auch für Treibstoff. Wir werden auch eine entsprechende Farbe nehmen, also orange, ne? Universaltanks. Nehmen wir blaue, so eine dunkle Schrift, das ist okay, Standard. Breitreifen natürlich, ne? Felgenfarbe machen wir natürlich mal dunkel.
Dann können wir ihn kaufen. So, dann werden wir gleich mal die Schulden ein bisschen zurückzahlen. Wenn wir hier haben. Ich glaube, hier haben wir keine mehr gehabt. So. Der Speicher gerade. Hier haben wir schuldenfrei. Das sieht gut aus. Auf der Marsch sieht nicht so schuldenfrei aus. Das ist gar nicht gut. Da muss ich gewaltig Zinsen zahlen. Ne? Aber gut. Und da die Produktion laufen, dann haben wir auch entsprechend auch nicht unser Verdienst. Ne? So. Mal gucken, wo wir jetzt eine Tankstelle finden oder am Hof. Ah, wir haben am Hof eine Tankstelle. Junge, jetzt noch eine Tankstelle gebaut extra deswegen. Mensch. Ja, und heute brauchen wir nämlich Diesel zum Laufen und relativ viel, und das müssen wir jetzt nachher mal hinfahren. Und dann können wir nachher unseren Proto nehmen und schon mal vorbereiten für, ja, fahren, ne? So. Ah, so, wollte gucken, also sehen. Und dann können wir noch ein bisschen erhöhen die Geschwindigkeit auf 60, damit wir früh die Bohrungsstunden schnell erleben. Ne? Natürlich hätte ich auch Heu auf dem Feld trocknen können. Hat nur einen kleinen Haken. Der meldet dann erst zum Schluss Regen an und dann mehrere Tage Regen. Das heißt, das wäre dann voll. Könnte in die Hose gehen, kann man sagen. Ne? Das Heu ist dann weg. Beziehungsweise wird kein Heu werden. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, das so zu machen, weil die brauchen dringend Heu. Wir haben jetzt nun, wenn es mal Kühe, ich weiß gar nicht, wie viele Kühe wir haben, jedenfalls viele. Also Kühe haben wir viele jedenfalls, ne? Also über 160 Stück oder so, die jetzt voll ausgewachsen sind. Dann haben wir auch die Kälber. Und das werden ja jetzt jeden Tag mehr Kälber, ne? Und da müssen wir nur sehen. Da sind schon drei, das ist schon langsam hell. In Anführungszeichen. Man kann den Himmel schon erkennen. Das ist gut. Ja, die können ein bisschen. Ich hätte auch den Milchanhänger nehmen können, ne? Nur dass ein bisschen, naja, das ist nicht meine Art, Flüssigkeiten zu vermischen, die da nicht reingehören. Ne? Ging leider auf, wa? Wollte umfüllen. Ja. Tanken wir den mal voll, ne? Dann wird gleich Gülle, kann man gleich Gülle fahren. Ne? Derzeit, wo er das voll macht, so. Mal gucken. Da ist Tankstelle, so. Hier haben wir es, so. Wir müssen den LKW könnten wir auch voll machen, das wäre kein Problem. Den macht er jetzt auch voll. Aber das ist kein Problem, das ist ganz gut, das ist okay. Das warten wir mal ab und dann gehen wir auf den Anhänger. Der wird ein bisschen mehr kosten. Gut. Laufen wir mal schnell zum Traktor, unser Gülle. Hoffe, das passt heute alles. Der Ton etc. Nächste Woche will ich ja, erwarte ich Post, ne? Päckchen. Also wenn die Aufnahmen kommen, ist das Päckchen eigentlich schon da. Mal schauen, ne? Ja,
Ich weiß auch nicht genau, wie ich das einstellen soll. Ist mir ein bisschen noch, ja, nicht fraglich, aber ich habe da jetzt ein kleines technisches Problem. Ob das Problem ist, kann ich nicht genau sagen, aber anscheinend gab die Nummer 30 FPS auf. Und ich möchte eigentlich 60 haben, ne? Von der Aufnahme her. Da muss ich mal sehen, ob das stimmt. Bei der Anzeige der Eigenschaften. Dann brauche ich ja auch nur 30 FPS bearbeiten und hochladen, ne? Das ist ja da technisch gesehen eine ganz andere Menge. Nee, so wird hell. Nun können wir die Zeit runterstellen auf. Ups, auf 5. Der ist nicht da, das passt. Sonst hätten wir hier Problem, ne? Problem nicht, aber halt. Das kann dauern. So, wir gucken mal die Tiere an, ob die genug Futter haben. Denn wenn wir nachts nicht schnell voranspulen, dann ist es meistens, ich will nicht sagen eng, aber dann wird Zeit, dass wir was machen. Ne? Oh, wir haben Kälber gekriegt. Das heißt, wir werden umstallen. Ne? Denn hier haben wir nämlich genug Futter und das müsste eigentlich gut reichen. Also da werden wir umstallen. So, da brauchen wir einen LKW. Aber wenn der LKW dran ist, dann macht er nicht voll, ne? Der LKW-Traktor. Und hier ist die schöne Heutrocknung. Oh. Und hier ist die bisschen, jetzt kann man schon ein bisschen mehr sehen, ne? Also mit Straße, Zufahrt. Hier soll es auch noch fahren, also fahren können, ne? Also hier die Karte noch ein bisschen begleichen, aber ansonsten denke ich mal, geht das so. So, hier brauchen wir einen Traktor. Der LKW, ja gut, der muss mehr. Tja, ja. Ja, nämlich hier einen Traktor, ne? Muss ja auch im Stall rein können, ne? Ob der reinpasst, dann müssen wir gucken. Die großen Traktoren passen eigentlich nicht rein normalerweise. Wenn der nicht passt, dann brauchen wir nicht probieren. Der Hänger passt, aber der Traktor? Gerade so. Dann geben wir nicht mal Futter. Denn der LKW, da braucht er noch eine Weile, bis er voll Diesel ist. Denn ja, Mist hat schon schön. Oh, ja, hat schon richtig gut. Oh, das ist gut. So. Muss ich mal schauen, muss ich mal sehen. Stroh. Ja. Wird sich auch die BGH freuen. Können wir wieder kassieren nächste Nacht. Einmal am Tag fahren wir sicherlich einmal hoch hin und bringen einmal Misthaufen weg, ne? Hier mit Stroh. Erste, dann Mischfutter und dann immer sehen wir hier, dass wir Wasser können wir gleich geben. Geben wir gleich Wasser. Ja. Stroh ist deswegen wichtig wegen Mist. Ne? Also, ich fahre auch Gülle weg, aber mit Mist verdient man sich einfach mehr Geld. Ne? Ups, da ist eine Kante.
Aber nicht an Förderbahn. So. Holen wir mit dem Stroh. Nehmt nichts. Nee. Ja doch. Im Grunde egal, ich wollte mal sehen, ob wir Stroh kriegen und dann nachher die nächste Sache, ne? Wir müssen den Kronen losschicken bald. Das heißt, das wird ich bin heute den ganzen Tag Heuernte. Muss ich mal schauen. Gibt er hier diese das neue Mod hier von Kevin? Das Mod Kavalry. Leider funktioniert bei mir nicht. Mein Antivirenprogramm verhindert das. Also ich kann machen, was ich will. Ich persönlich würde nur vertrauen, aber das Virenprogramm macht es nicht. Dann könnte ich mich theoretisch hier verkaufen und ich könnte mir die Sachen dann entsprechend wieder einkaufen auf einer anderen Karte, wenn ich schnell genug bin. Was gesagt. Wenn ich hier verkaufe und es vergeht eine Woche, dann ist es, denke ich mal, weg. Ne? So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Wir machen gleich weiter hier in Thüringen. Und dann mal tschüss und schon ciao. Bis dann. Tschüss.